Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es darum, wieso ist etwas hoch 0 gleich 1, außer der 0 selbst. Das schauen wir uns in diesem Video an, also bleibt mit. Ja, um das Ganze zu verstehen, müssen wir folgende Regel kennen, habe ich in anderen Videos erklärt. A hoch n geteilt durch a hoch m ist gleich a hoch n minus m. Und das Ganze, es gibt über Potenzen auf dem Kanal eine ganze Playlist. Wenn ich weiß, einfach vorbeischauen. So, das heißt, wenn wir einmal als Basis 5 haben, hoch 4 geteilt durch, was weiß ich, 5 hoch 5 Quadrat, ist gleich, sieht jetzt wie ein Z aus, ist gleich 5 hoch 4 minus 2, ist gleich 5 Quadrat, okay? Das heißt, wir können schon mal sagen, dass etwas hoch 0 ist nichts anderes als a hoch n geteilt durch a hoch n ist gleich a hoch 0. Wieso? Schauen wir uns das einmal an. Natürlich abgesehen davon, dass a gleich 0, das müssen wir aufschreiben, a ist nicht gleich 0, okay? Nehmen wir hier ein Beispiel, hier nochmal 5 hoch 4 geteilt durch 5 hoch 4. Dieselbe Variable, 4 und 4, dieselbe Basis, 5 und 5, ist gleich 5 hoch 4 minus 4, ist gleich 5 hoch 0. Und wieso ist das Ganze eigentlich 1? Aus einem ganz einfachen Grund. Leute, wir wissen ja, dass etwas geteilt durch sich selbst, außer die 0 natürlich, ist gleich 1. Somit, wenn ich beispielsweise 5 hoch 4 Äpfel habe und ich möchte das auf 5 hoch 4 Leuten teilen, bekommt jeder nur einen Apfel. Deswegen ist das Ganze so, weil etwas durch sich selbst ist 1. Und 5 hoch 0 ist nichts anderes als 2 Potenzen mit sich selbst geteilt, okay? Das ist eigentlich das einfache Grund, warum irgendetwas hoch 0 gleich 1, außer der 0 selbst, das können wir aber ein anderes Video besprechen. Und ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt daraus was gelernt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare oder auf Instagram. Antworte gerne drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.